Es gibt endlich neue, wirklich sehr krasse Informationen, was die Banküberfälle angeht. Und wenn ich krass sage, dann meine ich damit, dass es neue Screenshots gibt. Die ganzen Bilder sind natürlich nicht offiziell von Rockstar Games released worden, sondern eben von dem Modder FunnyMB2, Link zu seinem Twitter auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung, geleakt worden. Und ihr könnt mir auf jeden Fall vertrauen, dass das Ganze, was er labert, kein Bullshit ist, weil er ist wirklich einer der besten und auch bekanntesten Leaker, was GTA 5 angeht. Ich will euch eigentlich gar nicht lange vorlabern, noch eine wichtige Sache. Und zwar sind diese Bilder nicht in der besten Qualität. Es liegt daran, dass wenn die Banküberfälle dann draußen sind, diese Bilder dann eben auf solchen Tafeln drauf sind, wo man diese ganzen Banküberfälle planen kann. Ihr kennt das ja sicher aus dem Trailer. Und da die Bilder auf diesen Tafeln immer sehr klein sind, sind sie eben nicht in bester Qualität. Aber es sind dann eben diese Bilder, die wir dann später auch sehen werden. Was ich damit genau meine, könnt ihr jetzt eben hier gerade sehen. Das ist eben der Heist-Trailer und da hinten auf dieser Tafel kann man eben zwei Bilder sehen. Einmal den Helikopter und dann eben noch Ausrüstung. Und der Hacker FunnyMB2 bzw. Leaker hat es eben geschafft, diese Bilder praktisch runterzuladen und dann eben in besserer Qualität anzeigen zu lassen. Keine Angst, ich werde euch jetzt natürlich nicht nur Bilder zeigen, welche wir sowieso schon aus dem Heist-Trailer kennen, sondern eben auch neue Bilder, die dann eben aus solchen Planning-Tafeln draus sein werden, welche wir bis jetzt noch nicht im Trailer gesehen haben. Aber ich werde auf jeden Fall anfangen mit den Bildern, welche wir eben sowieso schon kennen, aber hier jetzt eben in besserer Qualität. Und zwar kann man hier eben den Helikopter sehen. Wir werden höchstwahrscheinlich zwei Helikopters in den Heistern sehen. Einmal diesen Apache-Kampfhubschrauber und dann eben noch diesen Helikopter. Und bei diesem Helikopter ist es dann eben so, dass man, glaube ich, eben auch noch, wie man im Trailer gesehen hat von den Heist, noch so eine Minigun an die Seite dran packen kann. Kommen wir nun zum zweiten Bild, und zwar kann man hier die Leuchtpistole sehen und diese haben wir auch schon im Trailer gesehen. Damit kann man eben in die Luft schießen und dann weiß der Pilot eben, wo die Position von einem ist. Als zweites noch das Nachtsichtgerät und auch dieses Gerät haben wir eben schon im Trailer gesehen und das war ich wirklich am meisten. Ne? Ich hoffe auf jeden Fall sehr krass, dass wir das auch im freien Modus benutzen können und ich gehe auch wirklich stark davon aus, weil es wirklich extrem geil ist, dann eben mal in der Nacht das Ganze in grün zu sehen. Ganz rechts kann man eben noch eine Gasmaske sehen und ich denke, das ist auf jeden Fall auch ziemlich geil, weil dann ist man gegen dieses ganze Gas immun und ich freue mich auf jeden Fall übelst auch auf dieses Teil anzuziehen. Sieht bestimmt noch ziemlich geil aus. Und in der Mitte kann man dann praktisch noch eine Fake-ID-Karte sehen und auch im Trailer hat man eben gesehen, dass man diese braucht, denn man ist ja praktisch in diesem Labor da drin, da macht man eben auch so einen Überfall und da braucht man bestimmt dann diese Karte, um in verschiedene Räume reinzukommen. Damit kommen wir eben noch dieses neue Flugzeug und auch dieses Flugzeug haben wir im Heist-Trailer gesehen. Ich persönlich finde, dass wir genug Flugzeuge in GTA 5 haben, aber ich denke, das haben sie extra schwarz gemacht, damit man dann eben in der Nacht unentdeckt fliegen kann. Dann konnte man im Heist-Trailer eben noch dieses Bild sehen und hier kann man eigentlich nichts Neues sehen, einen Fallschirm, ein Gewehr und eben eine Pistole und ich glaube, diese Pistole haben wir auch schon in-game, aber auf jeden Fall auch ziemlich cool und nun kommen wir eben zu diesen Bildern, welche wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Auf diesem Bild kann man zum Beispiel Thermitbomben sehen und auch diese Thermitbomben wurden übrigens mal von Hackern schon vor ein paar Monaten geleakt, für die Pisser, die immer meinen, dass die ganzen Sachen fake sind. Hier könnt ihr jetzt eben mal sehen, dass das nicht alles immer fake ist. Auf jeden Fall kann man hier eben diese Thermitbomben sehen, die kann man dann praktisch an Wände machen und damit kann man dann zum Beispiel ziemlich große Safes oder sowas sprengen. Dann gibt es noch neue Masken und so weiter, welche man auch schon im Trailer gesehen hat und dann eben noch, glaube ich, dann Fernglas, auf jeden Fall auch ziemlich geil, finde ich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass man eben auch so ein Fernglas im freien Modus benutzen kann und dann eben noch ein paar Hacker-Sachen. Wenn ich mich nicht täusche, könnte das links neben dieser Maske ein kleiner EMP sein, weil man kann solche EMP-Teile ja praktisch auch selber bauen. Für die, die nicht wissen, was ein EMP ist, damit kann man praktisch die komplette Elektronik ausschalten. Dann gibt es auch diese Bohrmaschine und auch diese haben wir schon im Trailer gesehen. Ich persönlich fände es auf jeden Fall ziemlich geil, wenn man so eine Bohrmaschine zum Beispiel im freien Modus haben kann und dann zum Beispiel hinten Leute in den Rücken bohren könnte oder sowas. Das hört sich ziemlich krank an, aber wäre auf jeden Fall eine coole Sache von Rockstar Games, wenn sie mal sowas ins Spiel reinbauen würden. Hier auf diesem Bild kann man Transporter sehen und ich glaube, dieser Transporter hat Koks geliefert oder sonstige Drogen und ich denke mal, sowas dürfen wir dann später eben überfallen. Hier jetzt auf den letzten drei Bildern kann man eben noch die neuen Fahrzeuge sehen, welche wir bekommen werden. Einmal das neue Motorrad, dann eben noch der Karin Kuruma heißt der, glaube ich. Der ist auf jeden Fall krass gepanzert und zu guter Letzt noch mein Lieblingsfahrzeug, der neue Karin Technical, so wird er wahrscheinlich heißen, mit so einer fetten, beziehungsweise mit einem fetten Geschütz hinten drauf. Das waren jetzt eben alle neuen Bilder, die ich euch zeigen kann. Übrigens, kurz nachdem FunnyMB2 das Ganze geleakt hat, hat Rockstar Games das Ganze aus den Dateien wieder rausgenommen, also die ganzen Bilder eben gelöscht, aber zum Glück hat FunnyMB2 die ganzen Bilder eben gespeichert. Dann war es mit dem Video auf jeden Fall fertig. Dankeschön fürs Zuende-Schauen. Falls ihr das Video gefallen hat, dann zeigt es auf jeden Fall euren Freunden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen hammergeilen Tag und dann war es von mir. Ich bin mal weg. Ciao. Haut rein.